Die Bundesliga startet erneut. Ab dem 15. Mai 2020 wird die Saison 2019-2020 fortgeführt. Um uns alle auf den aktuellen Stand zu bringen, schauen wir uns in dieser Saisonzusammenfassung einmal an, was bislang passiert ist. Viel Spaß! Die Bundesliga 2019-2020 auf Heisenbergs Pre-FIFA. Und damit beginnt die Saison 2019-2020. Der erste Spieltag am Freitagabend, den 16.8. zwischen Bayern und Hertha BSC. Wider Erwarten gewinnt Bayern nicht, sondern spielt lediglich unentschieden. Der BVB schlägt direkt gegen den FC Augsburg ein. Sie gewinnen mit 5:1 und da sieht der neue Keeper, der Fuggerstädter Kubek, alles andere als gut aus. Paderborn verliert nach der ersten Rückkehr ins Oberhaus mit 3:2 gegen Leverkusen in einer extrem spannenden Partie. Werder Bremen patzt zu Hause 1:3 gegen Düsseldorf, wobei man sich so viel vorgenommen hatte vor der Saison. Man hatte die Europa League Qualifikation zumindest in Aussichtsweite gestellt. Im Spitzenspiel trennen sich Gladbach und Schalke 0:0. Neuling Union Berlin verliert 0:4 am Sonntagabend gegen RB Leipzig. Der BVB macht es sich nach zwei Spielen an der Tabellenspitze gemütlich. Sie gewinnen am Freitagabend gegen den ersten FC Köln. Bremen verliert zum zweiten Mal in dieser Saison in Hoffenheim dieses Mal. Der erste FC Union Berlin holt sich in Augsburg den ersten Punkt der Bundesliga-Geschichte. Und der SC Freiburg startet als Überraschungsmannschaft mit dem 3:1 in Paderborn mit 6 Punkten in die Liga. Nach dem 0:3 gegen den FC Bayern droht für Schalke die nächste schwierige Saison. Am Freitagabend eröffnet der Rasenballsport Leipzig den Spieltag mit 3:1 im verkappten Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Bayern sägt den ersten FSV Mainz 05 mit 6:1 ab in der heimischen Allianz Arena. Der FC Schalke 04 holt sich den ersten Sieg mit 3:0, schlagen sie souverän die Hertha und die größte Überraschung an diesem Spieltag kommt aus Köpenick. Union Berlin gewinnt mit 3:1 gegen den BVB. Man of the Match ist hier ganz klar Marius Bülter, der mit einem Doppelpack das Spiel entscheiden kann. Er kommt ganz frisch aus Magdeburg. Zudem kann Werder Bremen das erste Mal in der Saison gewinnen und schlägt mit 3:2 am Sonntag den FC Augsburg. Nach der Niederlage bei Union Berlin regeneriert sich der BVB und schlägt Leverkusen mit sage und schreibe 4:0. Im Spitzenspiel trennen sich Leipzig und der FC Bayern München mit 1:1 und zum Abschluss des Spieltags verliert der SC Paderborn mit 1:5 gegen den FC Schalke 04. Zudem konnte am Sonntag Freiburg den 9. Punkt aus dem 4. Spiel mitnehmen und bestätigt damit einen gelungenen Saisonauftakt. Neuer Tabellenletzter ist Hertha BSC, nachdem sie gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 2:1 verloren haben. Mit dem 3. Sieg in Folge konnte der FC Schalke 04 mittlerweile auf 10 Punkte kommen und hat den unglücklichen Start doch kompensieren können. Der FC Bayern München schlägt den 1. FC Köln souverän mit 4:0. Hertha gewinnt das erste Mal in dieser Saison in der Krisenpartie Paderborn Letzter gegen Vorletzter. Dort schlagen sie den SCP mit 2:1. Werder Bremen unterliegt RB Leipzig chancenlos 0:3. Gladbach dreht am Sonntag die Partie gegen Düsseldorf nach 0:1 Rückstand noch in ein 2:1 um. Und am Sonntagabend trennen sich Frankfurt und Dortmund 2:2, weil Delaney kurz vor dem Ende ein Eigentor unterläuft. Etwas überraschend wird RB Leipzig mit 1:3 zu Hause von Schalke geschlagen. Gladbach setzt ein Ausrufezeichen, mit 3:0 gewinnen sie gegen Hoffenheim. Paderborn schlägt sich gut gegen die Bayern, verliert aber trotzdem knapp mit 2:3. Und der BVB nimmt den nächsten Nackenschlag entgegen. Nach 2:1 Führung konnte sich der SV Werder Bremen noch ein 2:2 mit nach Hause nehmen. Am Sonntag verliert Düsseldorf 1:2 gegen Freiburg und ist unten tief drin. Genauso wie der erste FC Köln, der gegen die Hertha überraschenderweise klar und deutlich mit 0:4 verloren hatte. Die Hertha scheint die Wende gefunden zu haben, gewinnt mit 3:1 am Freitag gegen Düsseldorf und ist jetzt im Tabellenmittelfeld angelangt. Hoffenheim schlägt den FC Bayern München in der Allianz Arena mit 2:1, Matchwinner dort Sargis Adamian. Dortmund trennt sich zum dritten Mal in Folge mit 2:2, diesmal in Freiburg. Und dann am Sonntag schießt Gladbach den FC Augsburg ab. Dort stand es bereits nach 15 Minuten 3:0 für die Borussia. Es endet gnadenvoll mit 5:1.
Frankfurt schlägt zum Auftakt Bayer 04 Leverkusen mit 3:0. Leipzig und Wolfsburg trennen sich 1:1. Damit ist der VfL Wolfsburg weiterhin ungeschlagen in dieser Saison. Augsburg trotzt dem FC Bayern München ein 2:2 ab, was die Bayern ins Unglück stürzt. Union Berlin holt sich den zweiten Sieg in der Saison und damit auch in der Vereinsgeschichte den zweiten mit 2:0 gegen den SC Freiburg. Im Spitzenspiel Dortmund gegen Gladbach endet es 1:0 für die schwarz-gelbe Borussia. Der erste FC Köln kann tatsächlich auch noch gewinnen, schlägt Paderborn mit 3:0. Und der SC Paderborn ist damit nach 8 Spielen mit einem Punkt abgeschlagen auf Tabellenrang 18. Nach 8 Spielen sieht dann die Tabelle folgendermaßen aus. Gladbach auf Platz 1, es folgt punktgleich der VfL Wolfsburg, Bayern 3., Dortmund 4., Leipzig ebenfalls mit 15 Punkten auf Platz 5. Überraschungsmannschaft Freiburg auf Platz 6 mit 14 Punkten nach 8 Spielen. Dann folgen Schalke, Frankfurt und Leverkusen. Die untere Tabellenhälfte führt Hertha BSC an. Es folgen Hoffenheim, Werder Bremen und Düsseldorf, Union Berlin, Köln und Augsburg dann knapp über dem Strich, zumindest was Union und Köln anbetrifft. Augsburg auf dem Relegationsrang. Der erste FSV Mainz 05 ist auch noch mit in der Verlosung auf Platz 17. Sie haben 6 Punkte nach 8 Spielen und eben mit einem Punkt nach 8 Spielen der SC Paderborn droht, seiner Rolle als designierter Absteiger zu bestätigen. Mit der Niederlage in Mainz rutscht der 1. FC Köln wieder tief unten hinein. Hertha muss sich knapp Hoffenheim mit 2:3 geschlagen geben. Damit ist die ungeschlagene Serie der Hertha beendet. Freiburg wird nicht zum ersten Mal im Schwarzwaldstadion ein Stolperstein für RB Leipzig. Sie schlagen die Roten Bullen mit 2:1. Im Derby trennen sich Schalke und Dortmund torlos mit 0:0 nach einer eher enttäuschenden Partie. Der SC Paderborn gewinnt das erste Mal in dieser Saison mit 2:0 gegen Düsseldorf. Und zum Abschluss des Spieltags gewinnt Gladbach gegen Frankfurt mit 4:2. Am 10. Spieltag überschlagen sich ein Stück weit die Ereignisse. Hoffenheim macht Paderborn bereits in der ersten Hälfte klar, dass es nichts zu holen gibt für die Paderborner. Es endet aber gnadenvoll mit 3:0. Dortmund schlägt Wolfsburg ebenfalls glatt mit 3:0. Aber das Highlight setzt Leipzig mit 8:0. Schlagen sie den ersten FSV Mainz 05 und stürzen die Mainzer tief in die Krise. Aber auch Frankfurt macht auf sich aufmerksam. Sie schlagen die Bayern mit 5:1, der Tiefpunkt in der Saison der Münchner. Im Berliner Derby schlägt Union kurz vor Schluss mit einem Strafstoß Hertha BSC mit 1:0. Und zum Abschluss des Spieltags konnte Augsburg das Kunststück vollbringen, trotz einer 2:3 Niederlage gegen Schalke einen Platz in der Tabelle nach oben zu klettern. Im Anschluss an diesen 10. Spieltag trennen sich die Bayern von Niko Kovac und Hans-Dieter Flick steigt neu ins Geschehen mit ein. Es war der erste Trainerwechsel der Saison. Auch dieser Spieltag hatte es in sich, da bereits am Freitagabend Köln in der 98. Spielminute gegen Hoffenheim mit 1:2 verlor. Auch Bayer Lorzer wird im Anschluss an diese Partie rausgeschmissen. Dafür steigt Markus Gisdol neu ein. Hertha verliert im Duell gegen Leipzig mit 2:4. Union Berlin holt sich den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga-Geschichte. 3:2 gewinnen sie in Mainz. In Mainz fliegt Sandro Schwarz im Anschluss an diese Partie raus. Bayer Lorzer übernimmt direkt. Schalke und Düsseldorf ebenfalls spektakulär, ein 3:3, in dem Ruven Hennings brilliert. Bayern schlägt aber auch wieder zu, unter Hans-Dieter Flick besiegen sie Dortmund mit 4:0. Durch das 3:1 am Sonntag gegen Werder Bremen kann sich Gladbach als Tabellenführer behaupten und hat jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Platz 2 RB Leipzig. Das Spiel Dortmund gegen Paderborn machte nur die neutralen Zuschauer zufrieden. Paderborn führte mit 3:0 zur Pause gegen desaströse Dortmunder. Da die am Ende zumindest noch ein 3:3 rausholen konnten, waren am Ende beide Mannschaften nicht zufrieden. Bremen schlittert weiterhin unten in der Tabelle rum, verliert gegen Schalke, Düsseldorf unterliegt Bayern mit 4:0 sehr deutlich. Union Berlin bleibt favoritenschräg zu Hause, schlagen sie den Tabellenführer Gladbach mit 2:0. Der FC Augsburg haut Hertha aus dem Stadion. Ante Čović muss anschließend seinen Hut nehmen. Dafür kommt Klinsmann neu ins Geschehen. Aber das dickste Ausrufezeichen setzte Mainz in Hoffenheim. Mit 5:1 gewannen sie beim Bayer Lorzer Debüt. Sogar in Unterzahl konnten sie die Kraichgauer deutlich schlagen. Schalke zieht auf Platz 3 mit einem Sieg gegen Union Berlin, weil am Samstagabend der FC Bayern München unter Hans-Dieter Flick gegen Leverkusen das erste Mal verliert, ein 1:2. Borussia Dortmund gewinnt beim Klinsmann-Debüt ebenfalls mit 2:1 in
Berlin. Paderborn kann sich nach dem frühen 0:3 gegen RB Leipzig nicht mehr erholen und verliert knapp mit 2:3. Der SV Werder Bremen setzt aber auch mal wieder ein Zeichen und gewinnt 3:2 in Wolfsburg. Der Tabellenführer aus Gladbach kann wieder gewinnen und schlägt Freiburg mit 4:2. Klinsmann schaffte es nicht, seinen ersten Sieg für die Hertha einzufahren. Sie spielen 2:2 gegen Frankfurt. Rode erzielt den Ausgleich kurz vor dem Ende. Dortmund rasiert Düsseldorf mit 5:0. Gladbach schlägt im Topspiel die Bayern mit 2:1. Das tatsächliche Topspiel um 18.30 Uhr lautet dann Leverkusen gegen Schalke. Dort gewinnt Bayern mit 2:1. Am Sonntag verliert der SV Werder Bremen in letzter Minute gegen Schlusslicht Paderborn. Und dadurch rückt der 1. FC Köln auf Platz 18, weil sie vorher am Sonntag gegen Union Berlin mit 2:0 verloren hatten. Bei Spielen mit Hoffenheimer Beteiligung fallen gerne mal viele Tore. Augsburg gewinnt in Sinsheim mit 4:2 zum Auftakt des Spieltags. Bremen führt in München zwar 1:0, verliert am Ende trotzdem mit 6:1 und verliert auch noch Rechtsverteidiger Gebre Selassie für eine lange Zeit. Klinsmann holt den ersten Sieg in einem Graupenkick, Hertha gegen Freiburg 1:0. Da hätte man vielleicht auch mit Paul Dardai noch genau das gleiche erreichen können. Mainz wird von Dortmund mit 0:4 geschlagen, der 1. FSV Mainz 05 also weiterhin mit katastrophaler Gegentorstatistik. Und im Derby gewinnt Köln unter Markus Gisdol das erste Mal gegen Leverkusen mit 2:0, was den 1. FC Köln wieder vom letzten Tabellenplatz runterhieven kann. Außerdem gewinnt Leipzig in Düsseldorf und geht damit auf Tabellenplatz 1 über, weil Gladbach am Sonntag mit 2:1 in Wolfsburg verliert. Englische Woche in der Bundesliga. Der SV Werder Bremen dachte nach dem 1:6 in München kann es kaum noch schlimmer kommen, aber da haben sie die Rechnung ohne Mainz gemacht, denn Mainz gewinnt mit 5:0. Zum zweiten Mal in der Amtszeit von Bayer Lorzer schießen die Mainzer 5 Tore, also vorn und hinten bei Mainz sind alle Tore geöffnet. Dortmund schenkt mit leichtfertigen Fehlern gegen Leipzig einen Sieg her, das Spiel endet mit 3:3 und Frankfurt muss sich dem 1. FC Köln mit 4:2 geschlagen geben. Dort ist Markus Gisdol mittlerweile richtig gut angekommen. Denn das ist der zweite Sieg in Folge nach dem Derby-Sieg am letzten Spieltag gegen Leverkusen. Und außerdem konnte ein neuer Name bei den Bayern auf sich aufmerksam machen. Dort erzielte Zirkzee kurz vor Schluss nach seiner Einwechslung das 2:1 gegen Freiburg. Der letzte Spieltag vor der Winterpause endete für Dortmund unglücklich. Sie verloren 2:1 in Sinsheim und das trotz einer Führung. Bayern schlägt Wolfsburg mehr oder weniger souverän mit 2:0. Auch hier ist Zirkzee wieder in den Fokus gerückt. Tabellenführer Leipzig gewinnt mit 3:1 gegen Augsburg. Zudem gewinnt Köln mit Gisdol zum dritten Mal in Folge. Das Abstiegsduell dieses Mal gegen den SV Werder Bremen mit 1:0. Die Werderaner sind damit immer weiter im Abgrund. Und am Sonntag können sich Paderborn und Düsseldorf beide wieder neue Luft im Abstiegskampf verschaffen. Sie gewinnen beide mit 2:1. Herbstmeister ist dann RB Leipzig. Da folgen Gladbach mit 35 und Bayern mit 33 Punkten. Dortmund und Schalke haben beide die 30er-Punkte geknackt. Leverkusen auf Platz 6, 7. ist Hoffenheim, Freiburg rutscht etwas weiter ab, ist auf Platz 8 angelangt. Mittlerweile trotzdem sind 26 Punkte nach 17 Spielen eine starke Ausbeute für die Breisgauer. Wolfsburg beendet die erste Tabellenhälfte auf Platz 9. Der FC Augsburg auf Platz 10, Union Berlin vor dem Stadtkonkurrenten Hertha BSC. 13. Frankfurt, die mit der Niederlage in Paderborn nochmal tief schlucken müssen. Mainz und Köln folgen noch über dem Strich. Düsseldorf ist auf Platz 16 vorgerückt. Bremen auf einem direkten Abstiegsplatz auf Platz 17 und Paderborn weiterhin Tabellenplatz 18. Aber sie sind zumindest wieder an der Gruppe hinten dran. Den Auftakt in die Rückrunde 2019-2020 machen Schalke und Gladbach. Dort gewinnen die Königsblauen durch den Neuzugang Gregoritsch, der direkt einschlagen sollte. Düsseldorf verliert im Krisenduell gegen Werder Bremen mit einem 0:1 durch ein Eigentor vom eigenen Keeper. Augsburg verliert 3:5 gegen Borussia Dortmund. Dort sah es lange Zeit gut für die Gastgeber aus. Doch als dann Haaland auf das Feld kam, änderte sich das Ganze. Er erzielte 3 Tore in seinem Debüt für die Schwarz-Gelben. Außerdem gewann Köln zum vierten Mal in Folge, diesmal mit 3:1 gegen
Wolfsburg. Tabellenführer Leipzig schlug Union Berlin nach Halbzeitrückstand und Hertha unterlag dem Bayern klar und deutlich mit 0:4. Dortmund bleibt an der Spitzengruppe dran, wieder konnte Haaland treffen, diesmal schlagen sie Köln mit 5:1, Gladbach bleibt ebenfalls oben dran mit 3:1 schlugen sie die Mainzer. Union Berlin gewinnt mal wieder zu Hause gegen Augsburg, Frankfurt schlägt den Tabellenführer aus Leipzig überraschend mit 2:0, Klinsmann gewinnt gegen Wolfsburg mit 2:1 und verschafft damit der Hertha Luft im Abstiegskampf und auch der SC Paderborn kann gewinnen, sie schlagen Freiburg mit 2:0. Bayern haut die Schalker mit 5:0 weg, Werder Bremen stolpert weiter in die Krise, unterliegt Hoffenheim mit 0:3 und nach der 0:3-Pleite in Leverkusen muss Friedhelm Funkel bei Fortuna Düsseldorf seinen Hut nehmen, dafür übernimmt Uwe Rösler. Fast schon auf Ansage trennen sich Hertha und Schalke in einem miserablen Spiel mit 0:0 zum Auftakt in den Spieltag. Dortmund schlägt Union Berlin mit 2:0, auch da ist Haaland wieder im Mittelpunkt. Die Bayern gewinnen mit 3:1 in Mainz. Im Topspiel führt Gladbach zwar 2:0 gegen Leipzig. Nach einer umstrittenen gelb-roten Karte gegen Plea kann Leipzig aber trotzdem das Ruder noch rumreißen und holt sich zumindest einen Punkt. Am Sonntag setzt Gisdol mit Köln das nächste Ausrufezeichen. 4:0 gegen den SC Freiburg und der SC Paderborn unterliegt Wolfsburg mit 2:4 und ist wieder Tabellenletzter. Auch dieser Spieltag hatte nicht wenige Geschichten zu erzählen. Frankfurt schlägt Augsburg fett mit 5:0, Werder Bremen spielt zu Hause 0:2 gegen Union Berlin, ist also immer tiefer unten drin. Union hat bislang 26 Punkte gesammelt, der SV Werder Bremen gerade mal 17 und ist auch auf dem Tabellenplatz 17 angelangt. Klinsmann erfährt die nächste Niederlage, mit 1:3 verlieren sie gegen den ersten FSV Mainz 05 und im Anschluss sollte sich Klinsmann dann in einer unglaublichen Aktion über Facebook als Trainer verabschieden. Bayer 04 Leverkusen schlägt Dortmund in einer fantastischen Partie mit 4:3, Leipzig und Bayern trennen sich in einer spannenden Partie mit 0:0 und die verschobene Partie, die dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt wurde zwischen Gladbach und Köln, endete 2:1 pro Borussia Mönchengladbach. Nach schmerzhafter Niederlage kann sich Dortmund regenerieren, sie gewinnen 4:0 gegen Eintracht Frankfurt. RB Leipzig schlägt Bremen deutlich mit 3:0, kann sich aber die Tabellenführung vom FC Bayern nicht wiederholen. Hoffenheim und Wolfsburg trennen sich 2:3, ebenfalls wie Union Berlin und Leverkusen. Dort gewinnt Leverkusen kurz vor Schluss die Partie. Gladbach schlägt Düsseldorf deutlich mit 4:1, bleibt damit an der Spitzengruppe dran und der erste FC Köln und Bayern trennen sich 1:4, die Bayern weiterhin damit Tabellenführer. So häufig hört Paderborn diesen Satz, sie schlagen sich gut, nehmen aber nichts mit nach Hause. Ja, das war auch wieder so bei der 2:3-Pleite in München. Dortmund gewinnt in Bremen mit 2:0. Die Hertha wird vom 1. FC Köln aufs Glatteis geführt, Alexander Nuri verliert mit 0:5. Düsseldorf scheint sich unter Rösler stabilisiert zu haben und schlägt Freiburg mit 2:0. Schalke wird von Leipzig zu Hause geschlagen und den Abschluss des Spieltags machen Frankfurt und Union Berlin am Montagabend. Die Eisernen gewinnen mit 2:1. Zur Halbzeit stand noch kurz auf der Kippe, ob Alexander Nuri überhaupt wieder die Trainerbank von Hertha betreten würde zur zweiten Halbzeit, aber nach der 3:0-Führung von Fortuna Düsseldorf konnte sich Hertha mit 3 Toren in der zweiten Hälfte noch zu einem 3:3 durchringen. Hoffenheim verlor 0:6 gegen die Bayern, im Umfang dieser Partie gab es dann die Causa Hopp. Augsburg verliert 2:3 gegen den VfL Borussia Mönchengladbach, 5 Tore davon im zweiten Durchgang. Köln gewinnt 3:0 gegen den FC Schalke 04 und die Bundesliga-Partie zwischen Bremen und Frankfurt wurde unter großen Protesten der Anleitung von Werder Bremen abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Der bis dato letzte Spieltag hatte auch nochmal einiges zu bieten. Paderborn verlor gegen den 1. FC Köln, Leverkusen schlug Frankfurt deutlich mit 4:0, Wolfsburg und Leipzig trennen sich torlos 0:0. Werder Bremen führte zwar gegen die Hertha relativ früh mit 2 Toren, aber kam nicht über ein 2:2 am Ende hinaus. Freiburg schlug Union Berlin mit 3:1, Schalke und Hoffenheim trennen sich 1:1,
Die beiden Borussen trennen sich ungleichmäßig. Die schwarz-gelbe Borussia erzielt 2 Tore, Gladbach nur 1 und damit gewinnt der BVB. Am Sonntag dann noch ein bayerisches Duell. Bayern gewinnt gegen den FC Augsburg mit 2:0 und Mainz und Düsseldorf trennen sich 1:1. Nach dem 25. Spieltag wurde beim FC Augsburg die Trainerwechselsituation bekannt gegeben. Man trennte sich von Martin Schmidt und bei der Hertha übernahm dann statt Alexander Nuri Bruno Labbadia. Nach 25 Spieltagen ist der FC Bayern München auf Tabellenplatz 1. Sie haben 4 Punkte Vorsprung auf den folgenden BVB. Dritter ist Leipzig und noch auf dem Champions League-Rang Borussia Mönchengladbach. Die mussten jetzt aber 6 Punkte auf Tabellenplatz 1 abreißen lassen. Leverkusen folgt mit 47 Punkten, dann klafft eine große Lücke zu Platz 6. Schalke ist Sechster mit 37 Punkten. Der VfL Wolfsburg, Freiburg beide mit 36 Punkten. Hoffenheim beendet die erste Tabellenhälfte mit 35 Punkten. Köln ist mittlerweile im sicheren Tabellenmittelfeld angekommen. Sie haben 32 Punkte und stehen auf Platz 10. Union Berlin ist 11. steht auch damit deutlich über den Erwartungen. Frankfurt auf Platz 12 mit 28 Punkten, ebenso wie die Hertha. Der FC Augsburg hat 27 Punkte, steht auf Platz 14. Mainz ist 15. hat 26 Punkte. Auf dem Relegationsrang liegt dann Fortuna Düsseldorf, hat schon 4 Punkte Rückstand auf den sicheren, rettenden Platz 15. 17. ist Werder Bremen, sie haben 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsrang und ganz hinten dann der SC Paderborn mit 16 Punkten auf Platz 18. Sie haben 6 Punkte Rückstand auf den 16. Das war die Zusammenfassung bislang für die Saison 2019-2020. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ab der nächsten Woche gibt es dann auch wieder Prognosen. Ich habe zwar den 26. Spieltag der Bundesliga schon prognostiziert, aber ich denke mal, ich werde nochmal eine neue Konferenz aufnehmen. Letztes Mal hatte ich ja nur die Zusammenfassungen. Also bleibt auf jeden Fall dran, würde mich definitiv freuen. Macht euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Das Wichtigste, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.